Hallo, einen wunderschönen guten Tag, sage ich jetzt. Es ist zwar morgen, aber wer weiß, wenn ihr das Video anschaut. Und euer Wunsch ist uns Befehl. Immer wieder bekommen wir Zuschriften, wir sollen was von Grund auf zeigen. Aber wenn wir die ganze Torte von Grund auf zeigen, dann dauert es unwahrscheinlich lange, okay? Das heißt, wir zeigen euch jetzt wieder mal ein paar Teile und dann schaut ihr euch die immer wieder an und dann werdet ihr sehen, irgendwann seid ihr richtige Profis. Jetzt haben wir in unserem Megaherz, ein Herz darf niemals im Haushalt fehlen. Wisst ihr warum? Weil Herzen kann man so schön einteilen wie runde Torten. Ein Herz steht immer für Freude, für Einladung, für Sonne, für alles eigentlich, für Feste. Und jeder Haushalt braucht ein, zwei Herzen, vielleicht auch drei Stück, je nachdem, was sie machen wollen. Und wir haben jetzt hier wieder einen 6-Eier-Biskuit gebacken. Ihr wisst ja, bei Lumara wird alles mit Biskuit fein gemacht. Und ich muss das immer wieder erzählen und sagen, wir haben keine Fertigmischungen. Das ist eine Stärke. Und wenn der Biskuit fertig ist, habt ihr einen Wiener Boden. Ihr braucht genauso Eier, Zucker und Mehl wie für den herkömmlichen Biskuit. Nur durch die Stärke kriegt ihr einen ganz feinbohrigen, tollen Biskuit. Ihr müsst nichts mehr trennen. Ihr könnt alles zusammen aufschlagen. Alle 5 Lebensmittel. Und wenn wir dann dies aufgeschlagen haben, dann geben wir entweder Nüsse drunter oder Schokostreusel oder Kakao, was das Herz begehrt, ziehen das drunter und schon haben wir einen wunderbaren Biskuit. Was wir auch vorbereitet haben, wir haben ein Glas Sauerkirschen abgeseiht in unserem Twinset und haben dann den Saft mit dem Fruchtquell angerührt. Also ich habe jetzt für den Saft genommen, ich habe mitgezählt 6 gehäufte Teelöffel Fruchtquell, habe es unter den Saft gezogen, habe dann die Kirschen rein und dann bin ich her und habe aus meinem Kanister Kirschschnaps geholt und habe da noch einen guten Schuss hinein und dann noch etwas Zucker, weil ja, war schon ein guter Schuss. Habe das Ganze dann die Kirschen drunter und dann haben wir 1 Liter Sahne aufgeschlagen mit 5 Esslöffel Vanillecreme. Sie könnten jetzt, wenn Sie typische Schwarzwälder machen, auch unser Neutral verwenden. Also neutral ist nur Zucker und Gelatine. Sie brauchen dann keine Gelatine. Sie haben nirgendwo Geschmacksverstärker drin, nirgendwo Konservierungsstoffe, nirgendwo künstliche Zutaten. Sie haben höchste Qualität an Lebensmitteln. Und die Lebensmittel sind wirklich bei unseren Kunden Platz Nummer 1. Das ist so toll. Und Sie finden diese Lebensmittel nirgendwo im Handel. Nirgendwo. Die gibt es wirklich nur bei uns. So, also aufgeschlagen haben wir das Ganze vorbereitet, finde ich auch. Ich habe jetzt 2 Spritzbeutel hergerichtet. Einmal mit Vanillecreme, einmal mit den Kirschen. Wir zeigen Ihnen jetzt nur eine Etappe und beim nächsten Video zeigen wir das nächste. Und beim nächsten Video zeigen wir wieder was. Also alle Teile anschauen. Dann sehen Sie eine Torte von Grund auf eingestrichen und fertig gemacht und verziert. So, was brauchen wir? Wenn wir den Biskuit gebacken haben, Punkt Nummer 1, ein Biskuit muss eine Reife kriegen. Das heißt also, ihr lasst den Biskuit 1-2 Tage in der Form, deckt es ab und backt ihn gut aus. Wenn der Biskuit sich alleine aus der Form löst, dann hätte er nur ein kleines bisschen Backen gebraucht. Dann, wenn Sie den Biskuit, ich habe schon die ersten Scheiben geschnitten, ihr seht, seit fehlt die Simone, die ist im Urlaub, die Simone, liebe Grüße Simone, wenn du uns hörst. Und ihr nehmt unser Tortenmesser und dann, wichtig ist die Drehplatte. Ihr geht es immer her, es wird, wenn wir Biskuit durchschneiden, nicht geschnitten, so wie wir das kennen, sondern es wird gesägt und zwar so lange gesägt, bis wir durch den Biskuitboden durch sind. Und dann haben wir einen hauchdünnen Biskuit. Jetzt geht es hier her, nehmt eure Herzform, setzt die Herzform um den Biskuit, okay, und dann geht es hier her, nehmt etwas von eurer Creme. Ich habe jetzt da die 20er Locktülle drin und wir spritzen jetzt erst hier am Rand mal einen Kreis, das heißt um diese Form. Ihr seht, wir haben den Biskuit auch schon ein bisschen früher rausgelöst. Wenn ihr den früher rauslöst, habt ihr immer hinterher nicht mehr ganz die Größe, sondern der schrumpft ein kleines bisschen. Aber das ist gar nicht tragisch. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr spritzt die Creme hier hinein und macht die Kirschen dazwischen. Das überlassen wir jedem selber. Oder ihr streicht das Ganze. Kommt immer darauf an,
wie sie das wollen. Ihr braucht halt dann zwei Spritzbeutel, gell? Schaut immer den Spritzbeutel schön flach legen und schön nach vorne drücken und richtig abdrehen. Ihr müsst immer schauen, dass keine Luft im Beutel drin ist. Und jetzt geht sie einfach her und spritzt die Kirschen hier entlang. Und dann schaut es halt hinterher, wenn wir es aufschneiden, sehr schön aus. Noch einmal. So, alles klar. Haben wir gemacht. Jetzt können sie hergehen, was vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn wir jetzt hergehen und streichen. Hier drüber, damit der Biss mit hinterher schön hält, streichen wir noch ein bisschen Creme drüber. Und dann legen wir den nächsten Deckel auf, streichen wieder mit Creme. Wir haben ja jetzt relativ viele Böden. Das heißt, ein Glas Sauerkirschen reicht natürlich nicht aus, dass wir immer diese Kreise spritzen, sondern ihr müsst zwischendurch einen Boden dann nur mit Vanillecreme bestreichen. Das machen wir auch und den nächsten spritzen wir dann wieder. Also, so funktioniert das Ganze. Und jetzt habt ihr schon mal den ersten Schritt gesehen. Schaut's her, wir legen das jetzt. Ach, so schön mit den Lumara Backformen. Ich sag's euch, legt euch, wenn ihr eine Ausstattung braucht, legt euch die Lumara Formen so. Wir haben geschaut, wir haben nirgendwo diese Formen gefunden. Die gibt es wirklich bei uns, weil wir eigener Hersteller sind. So, und jetzt geht's her, nimmt's wieder Vanillecreme, streicht die auf. Dann legen wir den nächsten Boden auf und spritzen noch einmal die Kirschen. Dann wieder den nächsten und dann streichen wir sie ein. Und das zeigen wir euch dann wieder. Und bis daher habt ihr jetzt schon mal den Grundaufbau gesehen. Die Winkelpalette, ob groß oder klein. Ich bin immer dafür, dass man beide hat, weil was macht es mit einer Winkelpalette, wenn sie eine kleine Form haben, kommen sie mit der großen nicht rein. Und wenn sie große Flächen streichen, ist halt die große ideal. So ist es halt ganz einfach. Und jetzt nehmt ihr, schaut mal, die hauchdünnen Böden, der schafft ihr nur, wenn ihr die Torte wirklich oder vielmehr den Biskuit ein, zwei Tage früher backt. So, das war jetzt mal der erste Teil und der nächste kommt anschließend. Ich wünsche euch was.